Hey Leute, ich bin's mal wieder, sitze an meinem Klavier und habe für euch ein neues Tutorial. Schuld an diesem Video ist Marie T. Doppelpunkt, denn sie hat sich von Kontra K Denk an mich gewünscht und dieses Lied machen wir jetzt auch. So, wo soll ich anfangen? Am besten zeige ich euch einfach mal, wie ich das spiele. Und ja, danach gehe ich dann einfach nochmal genauer drauf ein und laber ein bisschen dazu und zeige euch die einzelnen Notennamen bzw. Akkorde. Dann würde ich sagen, los geht's. Okay, ihr habt gemerkt, da war jetzt gerade der Loop-Punkt, wo sich alles wiederholt. Und da würde ich jetzt auch stoppen und weitermachen mit der Erklärung. Jetzt spiele ich einfach mal die rechte Hand langsamer vor und lasse die linke einfach mal weg. Also volle Konzentration auf diese Patsche-Hand. Wir fangen an im G. Und benutzen ganz oft dieses D. Und da wären wir auch schon wieder beim Loop-Punkt. So, jetzt gehe ich noch einmal Note für Note durch. Wir starten auf G. Super. Okay, G habe ich gesagt. G. Mein Finger ist zu fett, glaube ich. Okay, G. Dann Fis. Dann D. A, D und H. Dann nochmal D. Dann nochmal D. Dann das hohe D. Dann nochmal das tiefe D. Und jetzt kommt der Fis. Und nochmal das tiefe D. Und da sind wir am Loop-Punkt und wieder auf G. So, das klingt jetzt alles noch ein bisschen leer, weil die linke Hand fehlt. Und die schauen wir uns jetzt parallel dazu an. So, was haben wir? Wir haben folgende Akkorde. E-Moll, D-Dur, G-Dur. H-Moll, G-Dur, H-Moll, G. Und wieder von vorne. So, wie wird das jetzt zusammengesetzt? Wir fangen beim G an und wenn ihr schaut, ist der G wieder im E-Moll enthalten und zwar wieder an der Terz. Das ist die dritte Stelle. Als Terz ist die dritte Stelle, habe ich auch schon in Träume mal erklärt. Genau. So geht das und deswegen klingt das alles schön traurig. D nochmal genauso und dann haben wir eben den G und da ist alles wieder ganz normal. Also ich habe aus Versehen H gespielt, das geht auch, aber ja, ich glaube A klingt besser. Ja, A klingt besser. Und dann wieder auf D. Da wieder auf den Fis sind wir im H-Moll und dann wieder D und G, die zwei Komponenten. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Und wieder von vorne. Und jetzt nur noch so ein Tipp am Rande. Entweder könnt ihr es ein bisschen variieren, indem wir dann die Akkorde brecht. Brechen ist jetzt, hat nichts mit Kotzen zu tun, sondern eher, dass ihr die Noten nicht alle gleichzeitig spielt, sondern nacheinander. Oder ihr geht noch tiefer in den Bass, und zwar hierhin, und habt dann einen schöneren Bass zur Verfügung. Das war es eigentlich dann auch schon mit dem Tutorial und länger möchte ich es auch nicht ziehen. Deswegen, ja, viel Spaß beim Nachspielen und bis zum nächsten Tutorial. Ciao, ciao!